Herzlich willkommen in Reas Lager im Ödland, ihr Lieben, bei WoW. Und wir werden jetzt den Schleier lüften. Ich glaube, ich steig mal lieber ab. Man weiß ja immer nicht, wie das hier so funktioniert. So, werdet Zeuge des letzten Teils von Reas Studien. Ich werde nun den Nebel vor euren Augen lichten. Seht unseren Gefangenen. Ach nee, seht unser Gefangener. Ach, da drüben. Nyxandra. Oh, ich will. So einen will ich auch. Ah! Oh, oh. Ich hoffe, der ist gut eingesperrt. Oh, so einen will ich auch. Oh, ich will auch so einen. Ich hoffe, der ist gut eingesperrt da. Okay. Wir werden noch einen Funken Gutes in diesem Drachen finden, Ashra. Entweder in den wilden Eiern, die ihr gefunden habt, in den Körpern der Welblinge, die ihr getötet habt, oder in den Eiern, die Nyxandra gelegt hat, als wir sie dazu ermutigten. Ihr habt sie zum Eierlegen ermutigt. Wie macht man denn... Ich will es gar nicht wissen. Wir werden einen unverdorbenen schwarzen Drachen finden. Okay. Okay. Dritte Probe. Implantierte Eier. Nyxandra wird gegen ihren Willen festgehalten. Sie wird mitten in den Brutstätten vor ihrem eigenen Schwarm versteckt. Sie legt zwar Eier, aber man nimmt sie ihr weg, bevor sie sie ausbrüten kann. Grausam? Vielleicht. Aber nicht annähernd so grausam wie das, was ihr Drachenschwarm meiner Herrin angetan hat. Beweist mir, dass ich euch vertrauen kann, Ashra. Bringt Nyxandras Eier zu mir. Ihr müsst Nyxandra schlagen, bis sie sich fügt, bevor ihr die Eier sammeln könnt. Beschafft 3 Eier. Kannst du das nicht selber? Was? Ich? Ehrlich? Aua? Es tut mir doch jetzt schon weh. Na gut, komm mal her. Ich probiere mal mein Glück. Bis sie sich geschlagen gibt. Eieiei. Ah, sie legt sich hin. Kann ich da jetzt... Okay, 1. Ach je, das dauert ja ewig. Ashra, mach mal hinne. Wie lang kann man denn so ein Ei pellen? Ah, das war so klar. Alles klar, ich krieg also genau ein Ei. Ich krieg genau ein Ei. Und dann wird die Dame wieder sauer und steht auf. Hm, super. Okay. Da ist genau eins zwischen ihren Füßen. Krallen, Klauen, was auch immer. Oh, bitte, ey, Mädchen. Ah, weg, weg, weg. Ah, geh weg mit deinem Flammenatem. Ich mach nur, was man mir aufgetragen hat. Komm, jetzt leg dich bitte wieder hin. Brauch nur noch ein Ei. Jawohl. Du hast doch hier dann noch ein paar. Ich kann doch auch nichts dafür. Das macht man aber auch nicht. Man nimmt einer Mutter nicht die Kinder weg. Macht man nicht. Da werden Frauen zu Bestien. Ich schwöre. Ah, hab ich's? Nein, scheiße, ich hab's nicht. Ah, jetzt bin ich zu schnell weggerannt. Ich bin aber blöd. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Alles klar. Sie sinkt vor Erschöpfung zusammen. Dann jetzt aber hier, bitte. Oh Gott, 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 oh Gott. Bleib schön liegen. Bleib schön liegen. Ah, okay, jetzt kannst du dich hier mit der Pandantante da beschäftigen und lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Puh, okay. So, hier, hast du deine Eier. Vergesst nicht, Ashra, dies geschieht zum Wohl des schwarzen Drachenschwarms. Wir sind hier, um ihn zu erlösen, nicht um ihn zu verletzen. Dies ist nur ein Schritt auf dem Weg zu seiner Gesundung. Hm, hoffentlich. Ihr habt alles, was ich euch aufgetragen habe, ohne Fragen erledigt. Unsere Arbeit hier in der Letor-Klamm ist getan. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich euch in alles einweihe. Ich kann mir mal irgendwas Hübsches nehmen. Was können wir denn mal hier? Das ist aber auch nicht... Nein, ist nicht besser. Ach, ist ja blöd. Komm her, dann nehmen wir hier das da. Rhea enthüllt. Wie schon angedeutet, bin ich kein gewöhnlicher Goblin. Vielleicht habt ihr meine wahre Identität bereits erraten. Nö, habe ich irgendwie gerade gar nicht.
Lasst mich euch meine wahre Form zeigen. Da ihr euch als vertrauenswürdig erwiesen habt, werde ich die Details meines Planes mit euch teilen. Ist das vielleicht auch ein Drache? Die Wildheit von Todesschwinge überkommt ihn. Und wir, die Rotdrachen, müssen diese Gelegenheit nutzen. Aha. Was hat sie jetzt gesagt? Müssen die Gelegenheit nutzen, ihm die Schwarzdrachen unter ihm zu stehlen. Wir werden die Schwarzdrachen wieder zu dem machen, was sie ursprünglich sein sollten. Die Wächter der Erde. Cool. Aber so einen roten habe ich. Wir sind schwarzen. Okay. Wer bist du denn? Rhea Straza. Aha. Die Drachen enden irgendwie hier in WoW immer alle auf Asa am Ende, ne? Kann das sein? Kommt mir irgendwie gerade so vor. Aber du hast einen ganz schönen Überbiss, Fräulein. Auch nicht schön. So, mein wahrer Name ist Rhea Straza und ich bin eine Abgesandte von Alex Straza, dem Aspekt des roten Drachenschwarms. Da Todesschwinge derzeit mit anderen Dingen beschäftigt ist, werden wir einen Weg finden, um den schwarzen Drachenschwarm zu erlösen. Und ihr werdet uns dabei helfen. Ja, sieht fast so aus, ne? Der ehrwürdige Dr. Blum. Ich habe eine ganz bewusste Entscheidung getroffen, als ich mich euch zu erkennen gab, Ashra. Ich brauche euer Vertrauen, aber ich kann nicht länger hier in der Letor-Klamm bleiben, da meine Verkleidung ganz klar aufgeflogen ist. Ihr jedoch könntet unentdeckt entwischen. Hier, nehmt die Ergebnisse unserer Forschungen und bringt sie nach Westen. Auf der Akmont-Kuppe werdet ihr einen Gnom finden, der weiß, was mit diesen Proben zu tun ist. Beeilt euch, Ashra, ihr dürft hier nicht herumtrödeln. Nein, ich trödel doch niemals. Niemals, nie nicht würde ich trödeln. Kann ich den da mitnehmen, bitte? Ach, dann nicht. So, wir müssen also hier irgendwie raus. Das ist hier irgendwie gar nicht so einfach, finde ich, zwischen diesen ganzen Bergen immer den richtigen Weg zu finden. Und jetzt stürze ich wieder ab, tu mir furchtbar weh. Das Pferd bricht sich die Hufe. Das ist ja ein ganz großes Kino. Kann ich denn mal hier hoch vielleicht? Ach nee, na jetzt bin ich wieder... Ach, falsch geritten, super. Okay, wir müssen außen rum. Es ist hier nicht einfach. Ja, da lang. Ja, dann mach's mal gut, Schwarzdrache. Schon habe ich aggro. Ist ja in Ordnung. Genau, alle da hinter dem anderen her. Lasst mich mal hier in Ruhe durchreiten. Und hier sind auch immer so nicht Tiger, sondern die anderen. So Schattendinger. Auf einmal stehen die vor einem. Diese Schattenviecher. Man weiß gar nicht, wo die herkamen. So. Gucken. Passt. Ach. Gefährlich hier ist Ödland. Der Name täuscht. Glaubt's mir mal. So. Ah, seht ihr? Schwuppdiwupp, da war schon einer. Aber hier bin ich richtig. Was ist denn mit ihm hier? Okay, er lässt mich vorbei. Finde ich super. Hör mal, du schwebst in der Luft. Hat dir das schon mal einer gesagt? Ta-e-Telan, Blutwellen, ja, wie auch immer. Flugpunkt. Da. Perfekt. Und dann bin ich verwirrt. Mein Fragezeichen ist gar nicht hier. Das ist ja doof. Okay, dann werden wir hier erstmal annehmen, die Quests. Was ist euer Begehr? Gewaltsame Aneignung. Ich habe euch einen kleinen Vorschlag zu machen, wenn ihr interessiert seid. Die Dunkeleisenzwerge waren schon lange vor uns hier. Das heißt, dass die Zwerge als erste dort waren, als die Titanenruinen zum Vorschein kamen und sich die wertvollsten Gegenstände unter den Nagel gerissen haben. Ich wette, diese Schätze sind noch immer in der Festung Angor, nordwestlich von hier, unter Verschluss. Wenn ihr einen solchen Schatz haben wollt, stellt ihn einfach. Sucht im untersten Geschoss der Festung Angor nach Schätzen. Haltet den Kurs. Aber nur wenn ich will, oder wie, ne? Wenn ich die Schätze haben will. Die Schwachkopfliga. Ich brauche eure Hilfe bei einem kleinen Projekt, an dem ich arbeite. Es fällt in einen Bereich, den ich gerne als defensive Archäologie bezeichne. Ich möchte nicht magische Gegenstände an verdächtigen Orten vergraben, damit diese Idioten der Allianz glauben, sie hätten etwas Wertvolles gefunden.
Anhamazes Ausgrabungsstätte und der Festung Angor im Norden treiben sich die Dunkeleisenzwerge rum. Bringt mir ihre Köpfe. Ja, ihr habt richtig verstanden, ihre Köpfe. Sobald wir ihnen das Fleisch abgezogen haben, können wir die Schädel nutzen, um die Arbeiten der Zwerge zu stören. Warum muss ich so einen Dreck machen? Die will den... das Fleisch von den Köpfen abziehen, Alter. Das ist ja super gruselig. Gott, oh Gott. Ah, was ist denn hier los? Ich will doch darüber. Wie komme ich denn da jetzt mal hin? Muss man hier so durch? Und ich habe Akku. Jawohl, ich freue mich. Wenn wir gleich mal umdrehen. Ja, du, ne? Komm mal her. Okay, bleib weg. Dr. Hieronymus Blum. Alles klar, wir haben ihn. Dr. H. Blum, zu euren Diensten. Wie kann ich euch heute behilflich sein? Hier, ich soll euch die Proben bringen und hier bebt die Erde unter mir. Das finde ich nicht gut. Der ehrwürdige Dr. Blum. Oh, Wissenschaftszeug. Dann lasst uns mal sehen, was ihr da habt. Wilde Eier? Bäh, nutzlos. Damit kann man doch niemanden etwas anfangen. Nee, damit kann doch niemand etwas anfangen. Oh, was ist das? Eine Art vorkonstruiertes Ei? Das sieht vielversprechend aus, aber ich will lieber nicht wissen, was Rhea tun musste, um es zu bekommen. Ja, ein paar wirklich nette Leichen. In der Tat sehr nett. In Ordnung, ich werde versuchen, was ich tun kann. Ich werde sehen, was ich tun kann. Immer Ärger mit den Trocks. Ich brauche ein wenig Zeit, um die Proben zu analysieren. Außerdem täte mir eine Pause von der Druckerschießerei ganz gut. Steigt in eins meiner Geschütze und erledigt so viele Trocks, wie ihr nur könnt. Ich bleibe hier und führe meine Untersuchungen durch. Die Geschütze haben zwei Fähigkeiten, einen normalen Schuss und eine elektrische Überladung. Für den Fall, dass euch zu viele Feinde zu nahe kommen. Viel Glück. Oh, und haltet nach den großen, langsamen Trocks Ausschau. Die sollten sich besser nicht in eurer Nähe aufhalten. Ja, warum? Trocks, Maschine, wo? Wo soll ich jetzt einsteigen, mein Freund? Ich habe keine Ahnung. Wo ist denn das? Das ist doch schon hier wahrscheinlich dann gleich. Nee, Dunkeleisen ist da oben, ist klar. Aha. Aha. Ach, herrje. Was machen die gerade hier? Die rüsten sich hier gerade ganz furchtbar zum Kampf, ihr Lieben. Das gibt mir auch zu denken. Na gut. Also, Kabumturm. Alles klar, dann wollen wir da mal rein. So, und jetzt? Schießen. Fügt. Ich kann mich drehen. Ah, da kommt ja schon einer. Huh. Okay. Ja. Ha! Boah, was ist mit dem? Ah. Ruhe. Ah. Okay. Wie lange muss ich das denn jetzt hier machen überhaupt? Wie lang? Ah. Hinter mir. Oh Gott, erste Welle überlebt. Hier gibt's Wellen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach, da jetzt sehe ich es auch hier. Zweite Welle, dritte Welle, letzte. Ach du Alarm, ey. Na gut, alles klar. Wir machen jetzt hier einen auf Plants vs. Zombies oder was? Mal wieder. Ah. Kommen die hier von hinten? Das könnt ihr mal gerade abhaken hier, ja. Voll die Trockwellen. Nur fall um. Ja, da kommen da auch noch welche. Aber ich treffe irgendwie immer mehrere, ne? Ah ja, alles klar. Also mit dem Blitzdings kriege ich auch die großen down. Das ist ja super. Zweite Welle. So. Du? Achso, der verschwindet jetzt erst wieder. Okay, okay. Ich bin bereit. Das Blitzdings hat natürlich ziemlich lange Abklingzeit. Da. Da kommen sie, da kommen sie. Alles klar? Ah! Ach du Scheiße!
Das ist ja oberübel hier. Da passt man mal einen Moment nicht auf, dann stehen die hinter einem. Schieß, Mädchen, schieß, was das Zeug hält. Ich habe gerade kein Blitzdings, Mädchen. Du musst schießen jetzt. Alter, ist ja oberübel hier. Ah. Oh Gott, oh Gott. Okay, die ziehen ab. Eine Welle noch. Eine noch. Dann haben wir's. Yeah, Baby freut sich. Ja, du bist die Beste. Warum tanzt du jetzt auf der Kanone rum? Hast du einen Knall? Oh Gott. Mach sie um. Mach sie um. Ja, ich habe euch gesehen. Ich habe euch gesehen. Alter Schwede. Alter Schawutzki. Ich will aber jetzt das Blitzdings nicht zu früh nehmen. Die Kanone hält auch noch ein bisschen. Wer weiß, wie nah die hier gleich alle noch kommen. Und dann brauche ich das Blitzdings. Oh, ich brauch's doch nicht. Jo, gut gemacht. Uiuiuiui. Huh. So, mein Freund, ich habe geschossen, was das Zeug hält hier. Oh. Panik, Panik, ihr Lieben. Meine Maus ist alle. Oh Gott, wo ist denn das Kabel schon wieder? Ach Mann, ey. Passt man mal nicht auf. Kleiner Moment, ich hab's gleich. Ach. Das ist, wenn man zu lange spielt. Auf einmal ist die Maus dann leer. Jetzt haut mir der Hieronymus haut mir hier ab. So. Hier mal einstöppeln. Pling, pling. Ah, supi, wir sind wieder da. Wo rennst denn du jetzt hin? Komm mal, bleib mal hier, mein Freund. Ich will wenigstens noch. Was hast denn du für einen heißen Bart? Sag mal, kann ich dich mal. Der Bart ist cool, ne? Und er hat voll den Smiley hier auf der Brille. So, ich will mal abgeben. Seid ihr aber groß? Die Ergebnisse sind da. Ich habe Spuren der Verderbtheit in allen drei Proben gefunden. Rhea wird ganz schön enttäuscht sein. Das macht nichts, aber ich kann mir wieder was aussuchen, was ich nicht brauchen kann. Ich nehme das Schild. Oh. Alles klärchen. Stufe 45. Blutwächterposten. Ich habe eine Idee, die reine Spekulation ist. Zum Glück sind reine Spekulationen eine meiner Spezialitäten. Nördlich von hier hat die Archäologische Akademie neue Ruinen der Titanen unter dem Sand gefunden. Wenn es jemanden gibt, der älter und weiser ist als die Drachen, sind es die Titanen. Ich habe sogar Gerüchte gehört, dass die Titanen die Drachen erschaffen haben. Sprecht mit dem obersten Prüfer Taetelan, Blutwächter, in seinem Lager nordwestlich von hier. Er wird weitaus mehr über die Titanen wissen als ich. Was habe ich euch gesagt? Reine Spekulation. Super, da waren wir doch Mit euch eben in habe dem ich nichts zu Lager. tun. Das ist ja gleich da drüben. Gut, das ist cool, ihr Lieben. Das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Und bis dahin, wie immer, eure Trin.